okay. Ich kann die dann mal auswählen. Die müssen tatsächlich auf einen freien Aufsteller. Okay, die müssen auf einen freien Aufsteller. Dann stelle ich die Kasse wieder dahin. Ach, sollen die sich doch da hinten ein bisschen rumrammeln, oder? Machen wir das doch mal. Schauen wir mal, wie sich das da staut. Dann stellen wir hier davor nochmal was. Heels? Komischerweise, da geht's, ne? Ah, okay. Dann nehmen wir eben so eine Pyra mit. Wobei, da gehen halt auch nur drei Stück wieder drauf, ne? Dieses Geschnaufe, also es gibt Tage, da regt mich dieses Geschnaufe auf, muss ich tatsächlich sagen. Hier sind es immer vier, ne, die da drauf gehen. Machen wir zwei solche Dinge hin. Dann kann ich auch die Kasse vielleicht doch wieder rüberziehen, dass es nicht ganz so gepresst ist. Ich würde gerne nur diesen Sound ausstellen. Nur diesen genervten Sound. Bobas, guck dir mal Gardenia an. Gibt auch ein kostenloser Prolog. Das ist diese Polygon-Grafik. Ich bin an dem Spiel verzweifelt, weil ich keine Pilze finden konnte. Ist aber ganz niedlich eigentlich. Gardenia. Ich hoffe, vielleicht kannst du es mir ja mal schicken als Ding, weil ob ich mir das merke. Das klingt halt wie eine Werbung. Gardenia. Yes, da haben wir jetzt die Boots. So. So. Und so. Ja. Passt doch ganz gut. So, dann packen wir hier noch die hier drauf. So. Scheint auf jeden Fall irgendwie nichts Wichtiges gewesen zu sein, weil es hat nicht nochmal geschellt bis jetzt. Also war es nicht für mich. So, schauen wir mal, kann ich denn da ein Schild hinmachen? Oh ne, warte mal. Das Design muss ich sowieso mal ändern. Einmal Copy bitte. Einmal einfügen bitte. Ich glaube, das ist nicht immer verkehrt. Jetzt hört auf, mir zuzuwinken. Ich kann es nicht ändern. So. Aber ich glaube, ich kann das Schild in der Mitte nicht anders anpassen, ne? Das ist nur... Oder warte mal, doch, freilich das Schild. Schauen wir mal. Mode. Plakat anzeigen. Warum nicht? Da hätte man sogar jetzt ein Stiefelbild da drauf. Schild. Mode. Das sind zwar jetzt nicht genau die, aber das ist doch... Warum nicht, ne? Was die genervt sind, die Leute. Jetzt stehen da schon vier Kassen da. Echt schlimm. Hab's dir auf Steam geschickt. Oh, vielen Dank. So, das nächste Ziel wäre, also im Grunde finde ich jetzt den Bereich hier mit den Schuhen nicht schlecht. Also ich habe schon schlimmere Sachen gehabt. Mal schauen, wie viele hier noch rumrennen und die Regale wieder auffüllen.
Nicht sehr viele auf jeden Fall. Die ganz hinten in der Ecke sind schon alle. Warum stehen die so krumm drin? Ja, also manche gehen wirklich richtig gut weg, ne? Dankeschön. Aber diesmal habe ich den Sound gehört und habe es dann gesehen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen an Übertragungen und so weiter. Dass der Jumpscare manchmal erst kommt und dann die Info. Oder andersrum. So. Ich würde das Eck da hinten dann gerne auflösen. Also ich würde gerne irgendwie eine Ecke machen. Noch einer muss, aber dann ist Schluss. Oh, vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, Pitti. Brösterchen auf dich. Aber diesmal war er lebensgroß zu sehen, der Röhrig. Thanks. Vielen herzlichen. Da geht das Bild. Also ich habe den Sound Alerts neu geladen. Also es kann auch sein, dass der normale mittlerweile funktioniert. So, Bennett, du kannst jetzt halt mal für heute nach Hause, ne? Wir haben ja schon eine Dreiviertelstunde vor Feierabend. Da kannst du schon mal ein wenig früher gehen, wenn du willst. Prost! Prost, nee, geht nicht. Okay, dann keine Ahnung, woran es liegt. Dann weiß ich auch nicht. Achso, wir haben schon Feierabend. Das heißt, ich habe ihn zum Feierabend heimgeschickt. Ja, das ist doch auch einmal nett von mir, oder? Ich bin halt ein Chef. Danke für den Follow, Flugzeugboy. Moment, jetzt darf ich mich nicht... 491 Artikel. Jetzt aber schnell bestellt hier. So. Ich muss echt mal überlegen, wie ich das am besten mache mit dem Umbau. Das schauen wir uns jetzt mal an hier. Ich habe ja hier hinten die Shirts hängen. Ich hab mir gedacht, vom Eingang her, also das schon hier als Karree zu lassen. Im Grunde dann hier so wie einen Eingang. Eingangsbereich. Geh mal du wieder weg. Und dann könnte man... vielleicht das aufteilen, in einer Ecke nur Merch aufstellen. Okay, wenn ich du wäre, würde ich jetzt in einer Ecke nur Merch aufstellen. So, das betrifft jetzt welche Ecke und wie groß die Ecke, weil so viel Merch gibt es ja nicht. Vor allem muss ich jetzt schon wieder meine Planung dann umwerfen. Also ich würde das hier jetzt lassen im Grunde als einen Shirt-Shop. Das hier auch als Shirt-Shop. Allerdings, wenn ich das dann später freigeschalten habe, quasi Herren und Damen oder Damen und Herren oder wie auch immer, das aufzuteilen. Und in der Ecke würde ich dann im Grunde Hosen machen für Herren und Damen. Und alles, was dann später eventuell mal als Unterwäsche kommt, hier quer rein. Am besten wäre die Ecke unten rechts am Eingang bei den Laden. Also hier, diese zwei Felder als Merch-Ecke. Oder meinst du jetzt die komplette Ecke? Weil so viel Merch habe ich gar nicht. Also die zwei Felder, okay, alles klar. Das ist in Ordnung. Das geht konform mit mir. Ich habe ja schon einiges. Um welchen Merch geht's da? Nur um meinen? Also nur die Bobas-Shirts oder auch irgendwas von Paluten oder von Gronkh? Allgemein, okay, allgemein. Ja, wenn wir dann schon was finden.
Okay, also so würde ich das dann machen hier mit Hemden. Und das dann halt später, weil da muss ich natürlich ein bisschen ausklabustern, was ist da genau drin, wie werde ich das eventuell doch noch anpassen. Mal schauen. Aber das würde ich jetzt dann mal so planen. Eventuell verschiebe ich auch die Tür nochmal. Der Lieferant, der Fritzi, der muss da sowieso bis dahinter latschen. Ist ein recht weiter Weg. Also lassen wir das mal. Es sind gerade mal 390 Flocken. Das macht, glaube ich, nichts. So, gucken wir mal. Mails. Was haben wir denn? Lohnverhandlungen und krank. Ah, ich kündige. Bennett Grün. Erst fühlt er sich krank und dann kündigt er. Also ehrlich, sowas. Fühlt er mich krank? Ich bleibe morgen zu Hause, um mich zu erholen. Mir reicht's, ich bin weg. Okay. Dann ist Bennett Grün jetzt erst einmal weg. Christoph Bruns fühlt sich krank, alles klar. Gina Albrecht fühlt sich krank. Und in Bezug auf mein Gehalt, der Frederik Gebauer. Frederik Gebauer, wo ist er denn? Wo ist er? Frederik. Ich glaube, die Musik ist schon wieder aus, ne? Kann das sein? Also eins der Dinge, die ich ja hoffe, dass die machen. Hä? Habe ich jetzt an dem vorbeigeschaut? Frederik Gebauer. Da sehe ich ihn. Da, Frederik Gebauer, da ist er doch. 10. Juli. Gehalt. Moment. Ah ne, Quatsch. Ich habe ja gar nicht Gehalt. Ich habe ja krank. Dann als nächstes. 19,39 Euro und er will noch mehr. Wahnsinn. Okay, Gehalt neu verhandeln. Schauen wir mal. Ja, sag mal. Sind jetzt schon 2 Euro mehr. Zweiundzwanzig, das ist doch schön. Ja. Gut. Hallo. Christoph Brunz ist krank. So, und krank ist die Gina Albrecht. Kann ich das da auch gleich reinschreiben? 10.17. Okay. Gut, ansonsten haben wir niemanden. Nö. So, was war denn jetzt der Typi da? Der da gegangen ist. War das ein Kassier oder was war das? Das weiß ich jetzt wieder nicht, ne? Das ist jetzt wieder blöd, ne? Weil ich nicht weiß, wir haben 333. Kann das sein, dass es ein Kassierer war? Wäre möglich, ne? Und zwar in der Spätschicht. Da haben wir doch schon den Ersatz. Bastian Lange. Und schon haben wir den vierten Kassierer als Ersatz. Ist das nicht super? Weil ich weiß, dass ich da auf jeden Fall 4 hatte. Okay, perfekto. Ansonsten sollte alles passen. Bewerbungen gehe ich jetzt nicht durch. Wir haben einen guten Gewinn, würde ich sagen. Hemden und so weiter werden wir dann kaufen, wenn wir platziert haben. So, Werbung schalten wir noch, ganz klar. Machen wir mal Männershirts, Männerhosen, wir machen Frauenschuhe.
So, und gehen wir da auf die üblichen Verdächtigen. Technik-Freaks. Und ach, machen wir halt was anderes, ist ja egal. Das Ganze für 2 Tage. Das ist ein knapper Tausender. Sollte gehen. Gut, schauen wir raus. Der nächste Tag wartet. Dann schauen wir mal, ob wir den Merch platzieren können. Yeah, ein weiterer Punkt. 59. 6 Punkte verfügbar. Das heißt, wir könnten eigentlich sogar noch was... Können wir nicht noch was freischalten dann? Ich weiß jetzt gar nicht. Ja. 9.300 im Konzern. Optimal. Dann schnappen wir uns halt mal den Merch, der da ist. Gucken wir mal, wie wir die Wände vollpacken können. Das ist kein Merch. Da haben wir noch Merch. Das wäre jetzt Kronk und ich. Erstmal. Servusler, moin, hallo. Das sind normale Shirts, ne? Habe ich hier überhaupt noch was hängen mit Merch? Doch da, freilich Paluten habe ich da noch hängen. Noch irgendwas da hinten? Ne, das sind normale Sweatshirts oder so. Dann haben wir ja hier noch Paluten hängen. Aber dann würde ich tatsächlich die Paluten-Shirts mal so ein kleines bisschen reduzieren. Also im Grunde runterdrosseln auf jeweils immer nur ein Shirt. Nein, dahin. Kleidung. Hinten kurzärmlich. Thank you. Hey, wonderful help. So. Zack. Wir das dann auf jeden Fall schon mal angepasst haben. So. Dann. Ich will ja die Aufsteller, möchte ich ja nicht verkaufen. Aber ich muss auf jeden Fall das rauslöschen, weil sonst kommt nämlich gleich wieder einer und füllt es wieder auf. Aber dann würde das trotzdem genau passen, ne? Obwohl, ich muss mal gucken, was ich, ob ich noch was habe. Ich müsste normalerweise Freedom Squad und Team Edgar... Müsste ich eigentlich noch was haben, wenn ich mich jetzt vertäusche. Mal gucken. Anbekleidung, Hemden, kurz. Aber wo habe ich denn die dann sonst hängen? Da hinten hängen nur die Hemden. Ach, da noch. Da habe ich ja auch noch. Oh Mann, dann warte mal, dann tue ich den da. Damit rüber. So, dann klatsche ich dich einmal dahin. Aber dann wundert es mich immer noch. Hi. Da hängt kein Merch dran. Und da hängt auch kein Merch dran. Thanks. Was war hier? Das sind einfach nur T-Shirts, ne?
Das sind die Fußballtrikots. Okay. Schauen wir mal Team Edgar. Kurzheimlich. Hey, can you help me? Da habe ich Freedom. Dann mache ich den... Ne, warte mal, die habe ich ja dann da hängen. Okay. Machen wir das hier rein. Ich habe gar nicht mehr Merch, ne? Warte mal, dann machen wir da. Habe ich jetzt da schwarz rein oder? Ne, was habe ich da rein? Da kommt jetzt grün rein. Und da habe ich schwarz rein, ja. Schauen wir mal, was wir noch einkaufen. Nicht Damenbekleidung. Herrenhemden. Kurzärmlich. Nee, nicht active. Hi. Spare 2 seconds. Casual. Das ist, glaube ich, unter Casual, ne? Freedom Squad haben wir aber noch nicht alles. Wir haben das Schwarze, wir haben das Graue. Aber das Braune noch nicht. Dann nehme ich das noch mit rein. Und das Weiße vom Team Edgar habe ich auch noch nicht. Weil da habe ich das Schwarze. Genau, 4 Stück, 6 Stück, da habe ich 0. Passt. Und das da ist, glaube ich, auch noch Gronk. Dann nehmen wir da auch noch welche. Okay, machen wir 10. Die muss ich dann bloß dran denken, dass ich die aufstelle. Das ist das Einzige. Sorry. Das hat, glaube ich, nichts dran. Genau. Dann tun wir... Das ist manchmal blöd, wenn man da so wieder weg muss und wieder hin muss. So, dann hoffe ich jetzt mal, dass die Merch-Ecke in Ordnung ist so. Oder gerne sagen, wenn ich noch was machen soll. So, na ja, wohl, da muss ich mal gucken, was ich genau reinmache. Ich lasse mal die Dinger da vorne stehen. Hier aber auf jeden Fall Hemden. Und um etwas mehr reinzubekommen, würde ich das natürlich alles minimieren auf nur einen Hänger. Also, dass die zum Beispiel nur hier oben hängen, aber nicht unten. Dann kann ich da nämlich auch ein bisschen was zusammenpressen. So, einfach mal da hinten reinklatschen. Zack. Brauche ich nämlich jetzt nicht bis ganz nach hinten. So. Ich finde die Merch-Ecke perfekt. Ich danke dir. Nicht rumwinken, nehmen. Einfach nehmen und kaufen. So. Oh, da pfeift jemand wegen Kasse. Oh, Frederick wollte gerade her. Ja, das ist halt das, wenn die die Warteschlange nicht schließen, ne? So. Dann kann der Frederick jetzt daher, oder? Doch ja, Frederick. Vielleicht den bloß ein bisschen anders hinstellen. Vielleicht ein bisschen schräg oder so. Könnt ihr mir da vielleicht sogar nochmal einen hinmachen?
Vielleicht noch was Neutrales zum Selbstbedrucken. Hier mit daneben. Na, greif zu. Genau dein Farbton. Passt doch perfekt. So, wir können natürlich auch jedem Exo seine eigene Farbe geben, ne? Das ist klar. Also, dass wir nicht alles im Grunde hier so in dem Farbton haben. Man könnte ja jede Ecke ein bisschen anders gestalten. Ich hoffe bloß nicht, dass ihr jetzt wieder mit Rosa und sowas kommt, weil das tut mir echt in den Augen weh. Vor allem ist es dann immer ein Eck, das Ganze wieder umzuschmeißen dann irgendwann.